Dann halt so. Nein! Oh! Och, Mann. Es läuft einfach nicht gut, ne? Und wir haben alles wirklich perfekt geschafft. Perfekt. Alle 5 roten Münzen. Den Highscore geknackt. Oder die Mindestanforderung erfüllt, besser gesagt. Und Yoshi. Wow. Juhu. Endlich. Da. Willkommen zurück zu Super Mario Bros. DX. Ja, Leute, willkommen zurück zu Super Mario Bros. DX. Wir haben schon sämtliche Mode hier gespielt, außer einen, den. Wo ich davon ausgegangen bin, dass er irgendwie was mit Multiplayer zu tun hat. Aber ich lag da vollkommen falsch. Deswegen werde ich diesen Modus hier und jetzt nochmal nachholen. Keine Ahnung, ob ich dafür einen Part brauchen werde oder noch mehrere Parts, weil ich mich nur sehr, sehr dunkel daran erinnern kann. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt ein paar Collectibles, die man sammeln kann oder sollte. Viel mehr weiß ich aber nicht. Und dass Yoshi hier auf jeden Fall eine Rolle spielt. Ganz, ganz wichtig. Yoshi spielt hier eine Rolle, aber wie gesagt, ich weiß nicht welche genau. Weil ich mich nicht mehr, also so gut wie gar nicht mehr an diesen Modus erinnern kann. Aber ich werde ein bisschen mein Gedächtnis jetzt mit diesem Playthrough auffrischen. Ganz genau. Also starten wir die Challenge. Denn ich werde jede Challenge bestehen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Lass uns loslegen, Leute. Lass uns loslegen. Ach du meine Güte. Okay, das heißt, wir haben hier einiges hier zu tun. Das ist wohl der Standard SMB1. Okay. 32.000 Score. Coins. Und noch was Grünes. Okay. Die roten Münzen. Okay. Interesting. Okay, ein Leben hier bietet einen extra Score-Punkt oder extra Score-Punkte. Das ist sehr interessant. Aber auch kein Wunder, denn, oh. Leben können wir ja nicht bekommen, ne? Okay. Wo ist sie denn? Okay. Okay, wir haben eine verpasst. Wir haben eine verpasst und den Score haben wir auch nicht erreicht. Okay. Das ist nicht so schön. Das ist ja strange. Unsere Resultate. Coins, 4 Stück. Okay. Score, 29.150. Ah, fast. Na gut. Ich glaube, hier gibt's ein Yoshi-Ei oder sowas. Total Score. Ach so, wir müssen die Leiste füllen. Okay. Ich verstehe. Ich habe das Gefühl, dass die letzte Coin nicht so einfach zu erreichen ist. Oder die vorletzte, besser gesagt. Zumindest gehe ich davon aus. Okay, upsala. We'll be right back.
Hier! Sehr gut. Ach, verdammt. Ist ja mies. Resultate? Okay. Okay, ein Award bekommen. Ich nenne es mal Award. Wo ist aber der... Wo ist... Okay, wie man den Score jetzt... Okay, wie man jetzt den Score jetzt weiter in die Höhe schießen lassen kann, das wissen wir ja. Ja, mal so. Mal so. Na komm. Okay. Das war schon mal gut und wichtig. Spielt keine Rolle, wir haben ja schon alles gesammelt. So, mach man's. Okay, das ist ja höchst interessant. Alles klar. Ja gut, das spielt ja keine Rolle. Das spielt eine Rolle. Yes. Okay, wo bleibt denn... Wo finde ich denn... Wo finde ich denn jetzt das Yoshi-Ei? Oder ist es ein Yoshi-Ei? Es hat auf jeden Fall etwas mit Yoshi zu tun. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich schau mal in die Röhre rein. Ah ja, ganz toll. Nee. Oder muss man beides gleichzeitig schaffen? Ich weiß nicht, wie man das schaffen kann. Ja, ich weiß Bescheid. Verstehe ich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. Dann machen wir erstmal weiter. Verdammt. So, habe ich ganz toll gemacht. Bin ganz stolz auf mich. Ich mache nur alles falsch hier. Egal, warte. Nochmal. Nochmal, das geht so nicht. Ja, ist gut. Ne, so. So, so, so. Okay. Egal. Egal. Thank you.
Dann halt so. Nein! Oh! Oh Mann. Es läuft einfach nicht gut, ne? Es läuft einfach nicht gut. Das war knapp. Die Ruhe bewahren. Die Ruhe bewahren. Die Ruhe bewahren. Die Ruhe bewahren. Wir kriegen das hin. Garantiert. Ich glaube daran. Jetzt muss ich mich sputen. Ich muss hier das hier nehmen. Okay. Ja, schau einer an. Okay. Ah, schau einer an. Das ist aber ganz schön fies, du. Konnte ich hier rein? Nein, hier konnte ich nicht. Konnte ich hier rein? Nein. Ich habe die Chance verpasst. Da war die Röhre, wo ich rein konnte. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz wunderbar. Hä, wo ist denn die... Ich weiß, wo sie war. Ich weiß, wo sie ist. Wir alle wissen, wo sie ist. Wir alle wissen es. Interessant, nicht wahr? Keine Warp Zone. Ne? Logisch. Kein Stress. Kein Stress. Kein Stress. Wie viel musste ich sammeln? Ich habe das Gefühl, ich habe nicht genug. Okay. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ein sehr unbefriedigendes Ergebnis, genau das wollte ich sagen. Extremst unbefriedigend. Wirklich extremst. Ja. Wo sich die letzte Coin befindet, können wir uns alle denken. Das sollte, glaube ich, niemanden wundern. Okay. Ich will jetzt nicht mehr krampfhaft so viele Sachen sammeln. Bisschen was für den Highscore tun. Aha. Schau einen an. Als hätte ich's gewusst. Sehr gut. Hervorragend.
jetzt aber. Ah, 5000 geschafft, sehr gut. Jetzt komm. 500 hab ich doch gebraucht, nein. Großartig. Toll. Wie viel Highscore brauche ich denn eigentlich? Und wie bekomme ich jetzt das Grüne? Also das Yoshi-Ei muss wirklich sehr gut versteckt sein. Gut. Keine Zeit verlieren. Na komm. Wirklich jetzt? Ernsthaft? Wenn ich jetzt die letzte Coin jetzt nicht mitgenommen habe, aber spielt keine Rolle. Wir haben den Highscore geknackt. Das ist die Hauptsache. Ja, brauche ich nicht. Schon okay. Sehr gut. Wie kriege ich hier Yoshi-Dingsbums? Wie kriege ich das? Ich verstehe es nicht. Na komm. Ah, schau einer an. Eine Coin. Wie schön. Wie schön, dich zu sehen, liebe Coin. Hallo, Coinchen. Nettes Coinchen. Ich wollte dich treffen, aber du wolltest dich nicht treffen lassen. Das ist sehr, sehr dramatisch. Wobei nicht wirklich. Sehr gut. Das wird knapp. Natürlich, es muss immer wieder ganz, ganz knapp sein. Ja, ja, ist gut. Ich verstehe schon. Klasse. Gut, nochmal. Ja, es ist, ich mach kein Geheimnis raus, weil es nervt ein bisschen, dass jedes kleine Fitzelchen irgendwie eine Rolle spielt und da bin ich nicht so der Typ für. Da bin ich ein bisschen ehrlich zu euch. Aber ich will's versuchen. Ich will's versuchen, liebe Freunde. Ich will's versuchen und auch der Vollständigkeit halber, das spielt einfach eine Rolle. Das spielt einfach eine Rolle. Deswegen will ich euch auch nicht hängen lassen, ne?
Okay, schon besser. Würde man meinen. Ich hasse es. Es hat gar nichts gebracht. Überhaupt gar nichts. Ein bisschen Total Score mehr. Ganz toll. Soll ich das Speedrun oder was? Ganz toll. Wir haben es alle verstanden. Wir haben alle darüber gelacht. Aber das Wichtigste, liebe Freunde, das Wichtigste ist, dass wir, glaube ich, den Score zusammenbekommen. Ich glaube, dann kriegen wir unseren Award. Glaube ich zumindest. Meine ich zumindest. Denke ich zumindest. So. Nee, du. Oh doch, ich hab's geschafft. Okay. Sehr gut. Wow. Nicht schlecht. So, wir machen jetzt dieses Level. Und dann werde ich gleich direkt im Anschluss nachschauen, wie es möglich ist, dieses dritte Abzeichen zu bekommen. Weil das macht mich, das triggert mich irgendwie. Das triggert mich, dass ich nicht in der Lage bin, das zu finden. Aber ich hab das Gefühl, ich glaube, das sind die Yoshi-Eier und die sind sehr, sehr gut versteckt. Oder man muss gleichzeitig die roten Münzen und den Highscore finden und den Highscore knacken, genau. Das wollte ich sagen. Hier ist ein Yoshi-Ei. Wo ist aber die Coin? Hier ist sie. Die ist also wirklich versteckt. Ja, toll. Das ist ja Wahnsinn. Und wir haben alles wirklich perfekt geschafft. Perfekt. Alle 5 roten Münzen. Den Highscore geknackt. Oder die Mindestanforderung erfüllt, besser gesagt. Und Yoshi. Wow. Juhu. Endlich. Die Yoshi-Eier sind sehr, sehr gut versteckt. Sehr, sehr gut versteckt. Okay, wisst ihr, was ich mache? Ich schaue jetzt mal nach. Weil ich komme selber nicht drauf, liebe Freunde. Ich komme selber nicht drauf, da bin ich ehrlich zu euch. Ja, aber immerhin, ein sehr gutes Gefühl, mal selber ein Yoshi-Ei gefunden zu haben. Sehr, sehr schwer war es in dem Fall nicht. Zumindest, wenn man weiß, wie Level 1-4 aufgebaut ist, dann weiß man's. Und ich würde vorschlagen, ich mache einen ganz kurzen Cut. Ne, einen ganz kurzen Schnitt und ich schaue mal nach, wo sich die anderen Yoshi-Eier befinden. Nicht weglaufen, Leute. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, Freunde, das Yoshi-Ei in Level 1.1 befindet sich hier. Ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte ich mitrechnen können, aber ich habe nicht darauf geachtet, von daher bin ich selber schuld. Aber immerhin, wir haben es jetzt gefunden. Und wir wollen das kleine Kerlchen natürlich auch befreien. Diese Animation wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen, ne? Let's go. Ja. Okay, ja, okay. Aber jetzt. Ganz wichtig. Yes. Juhu.
sehen wir, nicht wahr? Das sehen wir. Sehr gutes Gefühl. Und weiter geht es mit Level 1-2. So, das Yoshi-Ei von Level 1-2 befindet sich hier am Ende des Levels, genauso ungefähr wie im letzten Level. Schon fast gegen Ende des Levels. Das kann man, ich weiß nicht, ob man sich das so merken kann, ob das grundsätzlich eine Regel ist, dass ungefähr gegen Ende des Levels das Ei zu finden ist oder nicht. Aber auf jeden Fall kann man sagen, diese Yoshi-Eiersuche erinnert irgendwie ein bisschen an Ostereiersuche. So, das kann man so festhalten. Das kann man so festhalten, liebe Freunde. Das ist sehr, sehr lustig. Vor allem für diejenigen interessant, die sowas mögen. Wie soll ich sagen? Es ist okay für mich. Bin nicht der größte Fan davon, aber hey. Wir wollen ja die 100% schaffen, deswegen so viel Zeit muss sein. Okay, Guys. Dann weiter zu Level 1-3. So, ich glaube, hier befindet sich das Yoshi-Ei von Level 1-3, liebe Freunde. Und dem ist auch so, was an sich auch eine ziemlich coole Sache ist. Und ja, es war schon wieder ungefähr gegen Ende eines Levels. Man kann zumindest in Welt 1 sich das merken, dass man gegen Ende eines Levels wenn man 80% vom Level abgeschlossen hat, sich das schon merken kann, dass man da auf jeden Fall bereits nach einem Ei Ausschau halten sollte, definitiv. Yes. Sehr gut ist. Jetzt haben wir auch wieder das kleine Kerlchen befreit. Yoshi ist befreit. Dass überhaupt da drin reinfasst. Meine Güte. Aber gut, die Gesetze der Physik spielen in Mario sowieso nur eine untergeordnete Rolle. Ich meine, Mario kann unendlich viel sterben, ne? Und hat unendlich und kann sehr viele Leben bekommen. Von daher stelle ich das jetzt nicht in Frage, ne? Ich stelle das nicht in Frage, liebe Freunde. Wir haben hier alles geklärt. Ich bin sehr, sehr zufrieden darüber. Und ich würde vorschlagen, wir machen im nächsten Part hiermit weiter. Ja, wir machen das, glaube ich, partweise, weil ich mich so ein bisschen schwer tue, die Coins und den Highscore in einem Zug zu schaffen. Deswegen, hier machen wir es ein kleines bisschen anders, glaube ich. Ich denke, das ist auch die beste Lösung. Ich bin mal gespannt, ob wir den Total Score knacken können. Ob wir diese Leiste da füllen können. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr drauf gespannt. Aber was ich auf jeden Fall nachschauen wollte, ist, bekommen wir jetzt ein neues Bildchen? Nein? Weil ich dachte zumindest, dass wir irgendwie hier, den schlüpfenden Yoshi hier bekommen. Aber sieht so aus, als ob dem nicht so wäre. Okay, sehr interessant. Gut, dann ist das halt so, ne? Was will ich mal halt machen, ne? Was wollen wir machen, ne? Das ist halt der Lauf der Dinge. Okay, Leute, dann geht's auf jeden Fall im nächsten Part weiter mit der Welt 2. Dann werden wir auch versuchen, alles hier zu sammeln und zu clearen. Ja, das Yoshi-Ei werde ich mir wieder zum Ende aufsparen, weil ich will schon, zugegebenermaßen, ich habe jetzt ein bisschen Blut geleckt. Ich will schon versuchen, selber eins zu finden. Klar, ich habe hier in Welt 1-4 ein Yoshi-Ei gefunden, aber das war verhältnismäßig im Vergleich zu diesen noch sehr einfach. Man kann vielleicht drauf kommen, zum Beispiel in Level 1-3. Wenn man zumindest jetzt hier das Konzept versteht, dann weiß man auf jeden Fall, es gibt bestimmte Stellen, wo man auf jeden Fall seine Augen offen halten sollte und auf jeden Fall gegen Ende eines Levels nochmal nachschauen sollte. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Ob ich dann in der Lage sein werde, dann doch selbstständig ein Yoshi-Ei zu finden, weiß ich nicht. Ja, abgesehen von 1-4. Das werden wir im nächsten Part erfahren, liebe Freunde. Auf jeden Fall Like da lassen, Abo da lassen und Glocke aktivieren und nicht vergessen, auf jeden Fall die Playlist bei euch favorisieren, damit ihr jedes Mal nachschauen könnt, wenn es einen neuen Part gibt. Denn YouTube tut sich manchmal schwer mit Benachrichtigungen, auch wenn man die Glocke aktiviert hat. Weiß nicht warum. Keine Ahnung, warum YouTube das tut. Vielleicht haben sie mich auch geshadowbanned. Keine Ahnung. Könnt euch gerne bei YouTube deswegen beschweren, dass sie mich so fies behandeln, ja? Obwohl ich mir so beste Mühe gebe, zumindest so viel ich kann, ne? Wirklich. Das müsst ihr mir glauben, wirklich. Das müsst ihr mir wirklich glauben. Deswegen sage ich auch, Playlist favorisieren und dann zwischendurch mal nachschauen, ob es einen neuen Part gibt. Wenn ihr natürlich Bock habt, ne? Ich kann euch natürlich nicht dazu zwingen, ne? Das ist eure Sache. Aber ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ich euch beim nächsten Part wieder begrüßen kann, darf, möchte und so weiter und so fort. Ihr wisst schon. Ne? Ihr wisst Bescheid.
Ne? Ich weiß auch Bescheid. Mehr oder weniger. Ich bin gerade ein bisschen aus der Rolle. Deswegen machen wir beim nächsten Part weiter und erfreuen uns unseres Lebens und so weiter und so fort. In diesem Sinne, Leute, macht's gut und auf Wiedersehen. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.